Und damit herzlich willkommen wieder zurück. Damit was? Mit was denn? Oh, ein Sicherheitstipp. Ja, damit herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Mirror's Edge Catalyst. Neue Folge, neue Action. Wir sind fast am Crit-Dingens angekommen. Und wir sind angekommen am Crit-Note. Die View. Oder Die View? Den machen wir jetzt als nächstes, meine Freunde. Oh, hallo. Springen. Oh, yeah, yeah. Schön. Den machen wir jetzt als nächstes und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dieser Mission. Ich glaube, das muss ich mit E rausziehen, oder? War das? Ja. Boah. So. Willkommen im Crit View. Crit Note? Irgendwas critty. In einem kritischen CPU-Gehäuse. CCU. CU. Was auch immer. So. Ernsthaft? Gut, wir gehen darüber. So, der ist draußen. Da glaube ich nicht, dass wir da hinkommen. Aber es wäre eine Möglichkeit. Ich würde es. Ich sehe es gerade mal in Betracht. Ich warte, bis es wieder rausfährt. Und dann geht's los. Boah, nice, ey. Nice Stein, würde ich mal zu sagen, ne? So, wo jetzt hin? Ja, Mann. Sehr, sehr schick. So, der ist auch raus. Ich sehe nur gerade, das macht keinen Sinn. Kommt da hoch, komme ich nicht. Und darüber komme ich auch nicht. So. Da komme ich hin. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, komm. Fuck you. Ich wollte eigentlich da hoch. Ich verstehe nicht, warum ich nicht nach rechts und sagen, komm, spring nach rechts ab. Nee, geht nicht. Ich will jetzt nicht wieder darüber. Wow. Face, bitte dünn. Ach komm, da muss ich wieder rüberlaufen, das Ding rausziehen. Hatte ich doch eben. Hatte ich das nicht rausgezogen? Scheinbar ist das dann zeitbegrenzt. Au. Ich frage mich gerade, wie ich da hochkomme. Ey, ich habe mich gar nicht so weit gedreht. Das ist so fick dich. Das habe ich gar nicht gemacht. Mann. Ich habe mich nur in eine Richtung gedreht. So. Okay. Jetzt muss ich gerade nochmal auf die andere Seite dieses Ding rausziehen. So, bleibst du auch draußen? Möglicherweise. Okay.
Ah ja, das schaffst du. Ja, ja. Bleib aus. Oh, mein Glück. Bei dem müssen wir noch im Kühlhaus ein bisschen nachgucken. Na, das geht so nicht. Okay. Ah ne, das geht auch nicht. Hier. So. Okay. Wie komme ich denn da jetzt bitte hoch? Warum? Ich verstehe es noch nicht ganz. Dieses Wall-Run-Hochkletter-Drehungsding, was nicht so funktioniert, wie ich es will. Hä? Ich renne immer in die falsche Richtung. Ey. So, wenn ich jetzt hier hochlaufe. Ah ja, okay, ich kann. Wenn ich hochlaufe und dann. Moment, das machen wir nochmal. Ja, ja, ist okay. So, wenn ich jetzt hier hochlaufe, dann Q drücke und dann in die Richtung, in die ich laufen will, sozusagen. Achtung, ich laufe hoch, wende mich. Ne, warte, ich muss mich beim Wenden. Hä? Wem hat es noch funktioniert? So. Ich muss bei nach der Wendung in die Richtung drücken. Also mit Sprung und in die Richtung gleichzeitig. Sehr interessant. Nee, das wird schwierig. So, das sollte ungefähr funktionieren. Das sind Staubpartikel, die hier rausgekommen sind. Alles easy. So. Okay. Dann. Scheint funktioniert zu haben. Aber ich weiß auch nicht wie. Oh, ich muss da drüben hin, okay. Nein. Oh, die sind immer schwerer werden, die Dinger. Das verstehe ich. Die haben echt ein Sicherheitsproblem, muss ich sagen. Ach komm, der hätte sich aber festhalten können, Face. Komm schon. Ich halt den Wallrun. Wenn ihr unbedingt wollt, dass ich einen Wallrun mache, mache ich den Wallrun. Echt. Mache ich halt den Wallrun. Natürlich kann. Warum kann ich dich denn. Fick dich. So. Wir testen jetzt was. Nope. Das war doof. Scheiße. Ich will nicht wieder zurück. Diese Plattform rausziehen, das nervt einfach. So. Die habe ich vorher rausgezogen gehabt. So, nächste. Dem.
Und hepp. Wir müssen uns mittlerweile... Ach du Scheiße. Wir müssen uns ziemlich beeilen mittlerweile hier durchzukommen. Mal gucken, wo ich hin will. Schaffe ich es darüber? Macht das Sinn? Das schaffe ich nicht. Das könnte ich. Nee, ich muss wahrscheinlich dahin. Ich muss auf die Plattform. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und Schwung. Und Schwung. Und Schwung. Und Schwung. Und vor. Und beim nächsten Sprung. Und Sprung. Ja. Das war nämlich unser Ziel. Ach komm! Also manchmal fehlt diese Steuerung meiner Meinung nach nicht. Ich bin mir nicht sicher. Entweder bin ich das Problem oder die Steuerung. Ach, jetzt bin ich auf einmal. Ja, ja. So. Ach komm schon! Das hatte ich. Das nervt halt. Das ist. Du hast es rausgezogen. Ja, und dann. Oh, auf die Fresse. Und dann kommt halt sowas. Meine Güte. Jetzt darf ich wieder zurück. Das Ding rausziehen. So. Das hatte ich auch noch nicht, dass hier rumklettern musste. Interessant. So, Datenstrang wieder hoch. Häppchen. Lüftungsschacht. Jetzt sollten wir gleich da sein, habe ich das Gefühl. Oh. Was sagt die Runner Vision? Den kann ich direkt erledigen. Das Gefühl, wir müssen in die Tür. Wir müssen weiter runter, alles klar. Scheiße, die Türen sind zu. Wir haben sie jeden Moment überwältigt. Alter, was geht denn hier gerade ab? Och komm! Ich hatte nicht mal die Zeit, mich wegzudashen. Du hast mich überhaupt nicht getroffen! Alter! Willst du mich irgendwie... Willst du mich irgendwie ärgern? Wow, und das war's. Das war's, habe ich doch gesagt. Alter! Wie fies ist das denn bitte gerade? Das ist echt frech. Die hauen dich, während du noch am Boden liegst. Das hier ist jetzt erstmal den da.
So, weg mit dir, Babsack. Komm mal hoch. Hey, nice. Natürlich, jetzt geht die Tür auf. Willst du mich verarschen? Also nicht ganz gut konzipiert. Ich mag das nicht, wenn du Szenen hast, wo du unbedingt anhalten musst in so einem Spiel, wo es um Schnelligkeit geht. Das macht halt keinen Sinn. Dass du erst dann weiterkommst, das finde ich absolut. Natürlich den kleinen Mann aus der Nachbarschaft. Neues Upgrade verfügbar. Das holen wir uns auch direkt wieder. Ich bin gerade überlegen, ob wir einfach Ausrüstung, die Störung mal mitnehmen sollten. Komm. Holen wir uns die Störung. Auch wurscht. So, bevor du mich jetzt weiter scannst, ich will zu Plastic. Können wir? Ja, da können wir jetzt Schnellreise machen. Muss ich mich da nicht rumschlagen. Und dann gehen wir noch... Ah! Guck mal, da sind wir auch schon wieder im Unterschlupf. Ah, hier ist auch noch ein Sicherheitschip, Steuerungschip. Ach, Sicherheitschip, Steuerungschips, was auch immer. Wir müssen jetzt gleich... Gehen wir zu Plastic. Die Familien müssen dafür bezahlen. Wir sollten ihnen klar machen, dass sie ebenso von uns abhängig sind, wie wir von ihnen. Ich weiß nur nicht, wie wir das anstellen sollen. Das weiß keiner. Gut, meine Freunde, ihr wisst es scheinbar auch nicht und wir werden das auch vielleicht in der nächsten Folge rausfinden. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis übermorgen. Ciao!